Wohnzimmerpart Nummer 2. Ich fange erstmal an, ein bisschen aufzuräumen. Das Papier brauchen wir nicht mehr, denn Staubsauger in die Hand und alles immer ein bisschen staubsaugen. Kollege tapeziert in der Zeit die erste Mustertapete in dunkelblau, wie ich ja im letzten Video angekündigt hatte. Und ich fange dann mit der zweiten Tapete an. Das ist eine Fototapete. Die erste Bahn mussten wir zu zweit anbringen. Unten war eine Hilfslinie mit Bleistift und Wasserwaage angezeichnet, weil der Kunde möchte gern, dass unten ein Stück fehlt, damit das Bild komplett ein bisschen weiter oben ist, weil am Ende der Tapete ist ein Vogel und der sollte unbedingt über der Lehne vom Sofa sein, weil die ganze Wand, wo die Tapete dran ist, steht ein Sofa dran. Also unten das Stück sieht man eh nicht und daher war ihr halt wichtig, dass ich den Vogel, den ich jetzt gerade tapeziere, über der Lehne vom Sofa ist. Hatte ich so auch noch nicht, aber ist ja nicht so wild. Kundenwunsch. Wir haben das unten nachher noch einmal vernünftig gerade abgeschnitten und mit einem etwas dunkleren Blauton angepasst. Und so sieht das im Endeffekt dann aus, wenn es fertig ist.